Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und ich habe heute wieder wunderschöne Themen dabei. Ich erzähle euch gleich von einer ganz tollen Veranstaltung. Aber zuerst möchte ich gern berichten von einer Veranstaltung. Das war eigentlich eine Premiere, und zwar, ich habe ein Seminar gehalten, zum ersten Mal, gewinne mehr Kunden durch deine Online-Präsenz, und es schauen ja auch viele meiner Kollegen, schauen ja auch hier in dem Kanal zu, und es war ein Mega-Seminar, ich war mega aufgeregt, wir haben wochenlang vorbereitet und wir haben ein wunderschönes Seminar gehalten, das ging fast 4 Stunden und es ging im Grunde genommen auch darum, wie man sich online toll präsentiert, um Google My Business, um die Homepage, um Social Media, um Business WhatsApp, also Themen, die jeder Unternehmer, die für jeden Unternehmer unglaublich wichtig sind und die für die Kunden auch super sind, weil die wollen ja toll kommunizieren, die wollen uns erreichen, ja, und die wollen von uns Bilder, Informationen, schnelle Rückmeldungen. Also das sind ganz tolle, interessante Sachen. Da wird auch noch mehr dazu kommen. Und wer sich im Detail interessiert, was es alles für Tipps für cleveres Handeln gibt und für wie man online ganz toll mit den Kunden sich vernetzen kann und gesehen werden kann, dem kann ich meine Existenzgründungsberatung anbieten. Steht auch auf meiner Homepage flowerstyle.de unter dem Reiter Existenzgründung. Da beschreibe ich, was ich alles weitergebe an Tipps, und das ist dann wirklich ein Konzentrat der letzten 10 Jahre von Flowerstyle, was ich alles, ja, ich sage jetzt mal recherchiert, herausgefunden, gelernt habe. Auch natürlich durch meine vielen Online-Aktivitäten. Ich gebe da ein Riesenkonzentrat an Wissen weiter. Und wer Interesse hat, kann mich gern anfunken unter youtube@flowerstyle.de oder natürlich per Business WhatsApp unter der Festnetznummer vom Laden. Das ist eine hochinteressante Geschichte für jeden Selbstständigen und ich denke nicht nur für Floristen, weil es ist einfach super wichtig, dass wir auch nicht nur die Kunden durch die Ladentür bekommen, sondern auch eben die vielen Kunden, die uns online erreichen. Und das war vor allem letztes Jahr an alle treuen YouTuber. Letztes Jahr hatten wir ja auch unsere, im März mussten wir zumachen und ihr habt alle online Osterkränze bestellt. Das war echt der Wahnsinn und das war auch ein super Beispiel natürlich, dass Online-Aktivitäten vor allem in der jetzigen Zeit und immer mehr, also total wichtig sind. Ja, also man sollte einfach über viele, viele, viele Wege kommunizieren. Und das ist auch ganz toll so. Also ein Hoch auch an alle YouTuber. Ja, und deswegen hatten wir auch in der vergangenen Woche keine Zeit zum Filmen. Und es wird auch in dem Video gleich eine andere Frisur von mir geben, weil ich war zwischendurch beim Friseur und ich musste dann doch einmal kurz, ich wechsle dann jetzt im Video meinen Look. Und es geht jetzt weiter mit einer Tulpe, die wir schön hängen und ganz toll an der Vase gestalten. Und da starte ich gleich mit dem nächsten Video. Bei den vielen Materialien, über die ich immer spreche, ist mir auch aufgefallen, ich habe es auch länger nicht mehr gesagt, ihr bekommt bei Floristik24 10% Rabatt, wenn ihr den Rabattcode MARGIT eingebt. Und das ist so ein Fanrabatt. Den habe ich für euch ausgehandelt und darüber hinaus sind die Preise dort super fair. Also nicht vergessen, Rabattcode eingeben und immer diesen Rabatt natürlich bekommen. Ja? Also, viel Spaß! Ich habe heute wieder mal eine schöne Idee gehabt, was man noch mit Tulpen im Topf eigentlich so machen kann. So, wenn die so im Topf sind, kennt die eigentlich jeder. Aber da gibt es noch was viel Netteres. Und die kann man auch so wunderbar an Zweige hängen und wie man dann auch noch einen kleinen Haken wunderschön bauen kann, das zeige ich dir jetzt alles im Video. Ja, als Basis von meinem Video habe ich hier so, ich habe kürzlich so kleine Becherchen, meine haben jetzt sogar Löcher seitlich, aber die haben ja nicht immer Löcher. Und dann habe ich überlegt, die haben ja hier noch so eine kleine
Krempe nach außen. Dann habe ich gedacht, ach, die könnte man doch eigentlich auch aufhängen. Ja, wir haben jetzt hier welche aufgehängt und haben die Löcher genutzt. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass du zu Hause keine Löcher hast. Und da ist mir natürlich der Gedanke gekommen, dass man das, Moment, jetzt brauche ich auch die richtige Drahtstärke erstmal, dass man ja auch einen Aufhänger ganz toll selber bauen kann, ja, ganz relativ einfach, so einen Haken, ja, und dazu habe ich einen grün lackierten Steckdraht genommen, so, das ist dieser Draht hier, und den kann man also so, ja, und damit dieser Draht, das sieht jetzt irgendwie nicht so toll aus, wenn ich den Draht so nehme als Haken, ja. Aber es gibt ja immer kleine Tricks und Floristen können ziemlich viel tricksen. Oder ich würde sagen, aus einfachen Dingen schöne Dinge machen. Ich glaube, das ist schöner formuliert. Und es gibt ja sowas Tolles, das nehmen wir eigentlich für Hochzeiten und um Drähte abzuwickeln. Das nennt sich Guttakoll. Das ist ein Blumenband, ja. Und mit diesem Guttakoll mache ich mir einen schönen weißen Aufhänger. Ja, weil ich mag den nicht. Ich wollte den jetzt nicht so grün lassen mit dem Draht, sondern und man legt dieses Guttakoll an. Das ist auch ein bisschen klebrig, wenn das warm wird. Und ich drehe einfach den Draht und wickle quasi den Draht, also schön festmachen, schön eng, ja, nicht locker, und ich wickle den Draht mit dem Guttakoll, ja, tape den ab. Genau, abtapen ist immer der Begriff, den wir Floristen sagen. Und klar, wir verwenden das Tape. Folglich tapen wir diesen Draht ab. So. Und das Ende, also wenn man das dann schön mit den Händen ein bisschen reibt, ja, und wenn es so warm ist, dann kann man das einfach abreißen. Und genau, wenn die Margit jetzt auch warme Finger hat, dann hält es so. Ja, das muss also nicht extra fixiert werden. Ja, und das Schöne ist jetzt eigentlich, ich nehme mein Becherchen, das ich natürlich dann mit der Tulpe bepflanzen möchte, weil mein Ziel sind ja die hängenden Tulpen. Und jetzt habe ich mir schon mit Hilfe des Guttakolls und mit diesem schönen Draht habe ich mir einen hübschen Haken gebaut. Und ich finde, das sieht doch jetzt viel schöner aus. Also eigentlich auch noch schöner als hier eingangs der Bast. Ja, Bast geht auch schön, aber auch so ein Drahthaken ist natürlich auch was sehr Hübsches. Und jetzt muss ich ja mein Eimerchen eigentlich noch verkleiden. Also erstmal möchte ich es erst verkleide ich es und dann bepflanze ich es, weil ich möchte eigentlich, dass erst am Schluss die Erde dazu kommt. Genau. Muss man erstmal überlegen, was ich in welcher Reihenfolge machen möchte. Mir fliegen auch immer so viele Ideen durch den Kopf und ich muss die einfach immer mal ein bisschen sortieren, in welcher Reihenfolge ich die machen möchte. Ja, man nimmt so eine Schere, die gut schneidet und guckt mal, wie viel man braucht. Wir nehmen es lieber so rum. So, von dem Filz einmal drumherum wickeln und dann hat man auch schon die Länge davon. So, und dann nehmen wir einmal die Höhe von dem Becherchen. Das ist also genau die Hälfte von meinem Filzstreifen. Mit Heißkleber wäre ich jetzt vorsichtig. Man kann Heißkleber nehmen. Aber ich würde den jetzt entweder nur dünn, ja, also auf jeden Fall nicht kochend heiß auf den Kunststoff, weil ansonsten ist der Kunststoff nämlich geschmolzen. Und dann habe ich leider nicht mehr so viel davon. Ich habe jetzt eine pinkfarbene Tulpe genommen und deswegen nehme ich rosa Filz. Und da sieht man auch schon, ist eigentlich süß mit dem weißen Aufhänger. Sehr nett. Ja, und dann klebe ich das erstmal mit meinem Filz ab. Das sieht dann auch so ein bisschen aus wie so ein Frühlingsmäntelchen, so ein eingekuscheltes. Ja. Und dieses Becherchen hat also auch kein Loch unten. Ja, ist nicht wie ein Töpfchen, weil ich möchte auch, selbst wenn ich es ein bisschen wässern wollte, dann läuft da das Wasser nicht raus. Und
Man kann ja mit dem Filz, kann man auch sehr schön spielen. Und ich nehme jetzt eine dünne, einen dünnen Streifen von dem hellgrünen Filz. Ich habe auch noch ein sehr schönes weißes Wollband. Und ach, da kann man auch ganz toll, wenn man noch irgendwelche pinkfarbenen Reste hat. Ja, man kann da eigentlich, der Fantasie sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Das lässt sich auch toll für draußen dekorieren, weil Filz ist wasserbeständig, Filz ist wetterfest. Also Filz ist ein ganz tolles Material, den habe ich früher auch gar nicht so auf dem Radar gehabt. Aber Filz ist richtig, richtig schön. Ja, und ist auch ganz süß, wenn es so überlappt. Finde ich das ganz hübsch. Also das, ich mache das extra, dass es sich mal kreuzt, ja, und dass der Filz übereinander läuft. Und man kann da sehr, es ist so ergiebig, man kann da also sehr, sehr viel damit machen. Und so als kleines dekoratives Element. Und weil ich den Haken weiß gemacht habe, habe ich auch bewusst einen weißen Wollfaden nochmal rausgesucht. Das sind alles so Wiederholungen. Und damit das Ganze passt zu der pinkfarbenen Tulpe, ist dann auch der rosa Filz, der dieses Eimerchen verkleidet. Aber also der, ja, das Schöne ist eigentlich wirklich dieser kleine weiße Haken und man kann sich dafür zahllose Sachen, schöne kleine Haken bauen und mit diesem Tape, das gibt es in Grün und in Weiß, kann man sich das also abtapen. Ja, das ist also ganz, ganz lustig und ganz knuffig. Und ich nehme mir jetzt noch eine Tulpe aus meinem Töpfchen. So. Und hoffe jetzt, dass ich nicht so viel Dreck mache in dem Filz. Das ist jetzt natürlich die Aufgabe. So. Die Tulpe darf natürlich auch nicht zu groß sein. Aber ich glaube, das müsste eigentlich ganz gut passen. Erstmal die Hände ordentlich abreiben. So. Und dann pflanzen wir dieses kleine Tülpchen einfach in das Eimerchen rein. Ja, und theoretisch ist schon diese schöne Deko an dem Korkenzieher-Haselnussast, also diese Deko dann auch schon fertig. Man kann es hier einhängen und hat dann auch, Moment, die Erde muss natürlich noch runter. So, also Dreck wollen wir ja nicht. So, und da sieht man, also man kann jetzt ein kleines, so ein einfaches Bändchen dran machen oder man kann eben diese mit mehreren Schichten Filz und dann lassen sich ja auch Traubenhyazinthen oder auch ja, die normalen Hyazinthen und die Topfgrößen, die kann man eigentlich frei wählen. Theoretisch, wenn eine Pflanze ein bisschen schwerer ist, kann man ja auch sogar zwei Haken links und rechts machen, kann die zusammenführen, damit die Pflanze aufrecht hängt. Ich finde es in dem hier so in der Gestaltung finde ich es eigentlich ganz süß, dass es so ein bisschen nach unten hängt. Und den Ast, den kann man natürlich in dem schönen Korb oder in der schmalen Vase, ja, kann man ganz toll dekorieren. Und das ist so eine Idee, wo man eigentlich bis Ostern, Moment, ich hänge in meiner Birke. Wo man eigentlich bis Ostern Frühlingsblüher wunderschön dekorieren kann und jedes Mal einfach wieder ein frisches Pflänzchen in diese schönen kleinen Hängetöpfchen reinmachen. Die Frage ist auch, wo bekommt man diese tollen Materialien? Ich erzähle es ja immer wieder, also das ist dieses Guttakoll ist ganz wichtig, um diesen Draht abzutapen. Ja, gibt es also in Weiß und in Grün. Und dann braucht man, wie bei so vielen Arbeiten, den grünen Steckdraht, da würde ich auf jeden Fall von der Dicke her einen 10er-Draht nehmen. Ja, der ist grün lackiert, der Steckdraht, Drähte kommen immer wieder in meinen Videos vor. Gibt es alles bei Floristik24 und lohnt sich total zu kaufen. Und was natürlich für diese Dekos ganz wichtig ist, ist sowohl Filzdocht, also diese Filzschnur, ja, auch in sehr schönen Farben erhältlich. Und auch das Filzband, ja, dass es auch in zahlreichen Farben gibt. Dieses schöne in ja, weiß, rosa, pink, grün, braun, gelb ist auch sehr schön für die österlichen Farben.
Ja, das sind also so die Materialien. Und ich hoffe, dass diese Idee dir gefallen hat. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Alles Liebe von deiner Margit. Tschüss!